Yo Boys, Bundesliga-Tots steht vor der Tür, ihr könnt die nächsten Tage wieder eine Menge Coins machen. Ich habe meine Strategie bereits gewählt, habe für euch eine 700 KIV-Liste gebaut und möchte euch nochmal meine komplett zeigen. Servus, Grüße und Hallo, danke für 100 Likes im letzten Video. Für mich natürlich der wichtigste Indikator, ob Anfänger und Trading Fortgeschrittene sich hier auf meinem Kanal mit dem Content abgeholt fühlen. Gerne dieses Video auch noch liken, dann gibt es natürlich das nächste gleich morgen. Ja, was soll ich sagen, Bundesliga-Tots steht vor der Tür, wie eingangs gesagt. Ich kann nur ja, für mich sagen, für mich ist es eins der beliebtesten Tots, weil ich einfach mit den Karten dann auch was verbinden kann, außer Sadio Mané, keine Ahnung, Tots Moments, yay, schüttelt den da einfach aus dem Ärmel. Na komm, wir müssen es noch ein bisschen pushen. Sadio Mané natürlich auch werbetechnisch sicherlich nicht die schlechteste Option, bekommt einen Tots Moments, das hat Food Sheriff bereits bestätigt. Ja, nehme ich mit. Goretzka ist ja auch, soll ja auch kommen, haben wir gestern gehabt, Marco Reus. Bevor wir noch die anderen Karten anschauen, 90 plus Icon SBC, Prime Icon, Totti Icon, Footburst Icon, Trophy Titan Icon, Trophy Titan Icon soll kommen. Könnte natürlich wieder für unsere Listen interessant werden, also schaut schon mal ein bisschen vorab, dass ihr euch Karten drauf nehmt, die auch Rating haben und spielbar sind. Aber wie gesagt, wir schauen uns meine komplett gleich an. Bellingham, wow, was für eine Überraschung, den hätte wahrscheinlich das WPX auch liegen können. Soll im Tot enthalten sein, aber das ist natürlich die Karte, warum wir die Weekend League sehr, sehr schwitzen, dass das alles sehr, sehr ölig wird, das wissen wir. Und dass es an diesem Wochenende noch besonders ölig wird, jetzt nicht wegen Nico Schlotterbeck, das wird wahrscheinlich dann unser Weekend League Reward sein. Rimpong, ja, der könnte schon geil werden mit seinem Tempo, aber er und Bellingham werden uns diese Weekend League sehr, sehr hart machen. Nicht nur die Gegner, sondern auch wir selber werden da mega reinschwitzen. Einmal diese Karten da in Rot haben wollen, ne? Ist es nicht so, Kimmich natürlich auch wieder mit dabei. Laporte soll noch heute, gehe ich mal davon aus, aus SBC kommen. Also wichtiger Hinweis, wenn ihr Innenverteidiger auf eurer ÖV-Liste gerade habt, ich habe meine abverkauft aus der Premier League, ja, könnt ihr machen. Wir könnten natürlich auch welche mitnehmen, die beim Futterpreis bleiben. Und dann heute Abend den Laporte-Drop dann erstmal gemütlich anschauen, zurücklehnen, schauen, was passiert mit dem Markt. Und wenn die Karten dann gedroppt sind, entweder heute Abend gleich oder morgen in der Früh, also am nächsten Tag früh morgens, kann man da immer sehr, sehr coole Schnapper machen. Das werden wir natürlich die nächsten Stunden auch aufarbeiten. Aber mit Manu MTV, der war ja gestern bei mir im Stream zu Gast, was mega cool war. Vielen Dank an den Einzelnen, der sich auch die Zeit genommen hat, dabei zu sein. Haben wir abgesprochen, dass wir für euch noch eine Liste basteln werden, sobald der Laporte-Drop absehbar ist. Sofern er denn kommt, wenn ihr den Preis verkackt, wird da gar nichts droppen. Aber ja, da müssen wir halt immer dann spontan reagieren. Ich habe jetzt hier noch ein paar Verkäufe von meiner Liste. Ich habe meine Liste sehr, sehr krass überarbeitet. Werde ich euch gleich noch sagen, wenn wir auf der Konsole sind. Ja, so ein Odegaard, schöner Zahlendreher, immer ZM mit dem Hunter, Reece James, rechter Verteidiger mit dem Shadow, kann man auch die Zahlen schön drehen. Benrahma, linker Flügel oder ZM mit dem Hunter, Benzema, wirklich, der ging gestern schon bombastisch gut. Wenn ihr es gestrige Video angeschaut habt, dann solltet ihr den hoffentlich jetzt auch mit drauf haben. Immer als Stürmer mit dem Hunter, Donnarumma, schöner Zahlendreher, auch die Keeperliste aus dem gestrigen Video sehr zu empfehlen. Taliafico hat der Manu gestern gesagt, als er hier gesessen ist, ey, komm, Taliafico bei mir am Tag 5-mal raus, habe ich jetzt einmal gekauft, eine Runde angeboten, gleich wieder raus, also scheint zu stimmen. Nochmal ein Odegaard, ein Mahrez, Rechtsmittelfeld mit dem Hunter. Team habe ich auch umgebaut, wollte Rüdiger spielen, aber da gehe ich jetzt gleich rüber aufs Konsolchen. Gut, also hier meine Liste, schon wieder drei Verkäufe, wie ihr schon vorab gesehen habt. Nochmal zu meinem Team möchte ich sagen, ich spiele ja ein Untrade-Team, ich kaufe mir lediglich zwei Karten, zwei Tradable-Karten. Vielleicht ändere ich diese Strategie im Laufe der nächsten Tage, ich weiß es noch nicht. Das ganze Jahr habe ich allerdings so gespielt, dass ich immer nur zwei Tradable-Karten im Team hatte. Diesmal sind es jetzt einfach mal R9 und Hüllit. Von R9, ich muss echt sagen, kann ich mich nicht mehr trennen, weil das ein ganz anderes FIFA ist mit dem. Ja, du spielst den Ball zu dem, der keiner weiß, wo er sich hin auftritt, und wenn er schießt, dann ist er meistens drin. Da musst du sehr, sehr krass verkacken an deinem Gamepad, dass der das Ding nicht macht, und Hülle diese Präsenz im Mittelfeld. Ich hatte die Wahl, ja, ich habe euch gestern gefragt, KDB, Yaya Touré oder Hülle, die meisten von euch haben KDB empfohlen, danke dafür. Ich habe mich dann einfach für die Karte entschieden, die ich am meisten fühle, und so solltet ihr das auch machen, wenn ihr eine Karte spielen wollt. Ich bin ja kein E-Sportler, E-Sportler natürlich sollten das spielen, was da am besten für das
für die Mechaniken ist. Ich für meinen Teil bin eher B-Sportler, Biersportler oder was weiß ich was für ein Sportler. Z-Sportler, ja, einfach semi-begabt am Gamepad. Ich spiele einfach nur zum Spaß und da bringt mir einfach Hülle die nötige Frisur mit, die mein Team dann auch upgradet. Bei den Aufgaben, ihr kriegt es morgen wieder Erfahrungspunkte zu erschwitzen. Das nehmen wir dann natürlich wieder mit. Schauen wir uns dann auch an Tagesanwendungs-SPCs. Habt ihr hoffentlich alle abgeschlossen. Genauso wie die Silber- und Bronze-Upgrade-SPCs jeden Tag. Es kam gestern Abend dieser Jagielka. Schaut gut aus, sehr günstig. Bockding, wenn ihr den irgendwie eingebaut bekommt, nehmt es euch mit. Und wir haben die garantierten Premier League Tots Packs bekommen. Natürlich nochmal ein tägliches 81x11 Upgrade Pack. Hier, ich habe immer ELF gelesen. Dass mich da mein Stream Gott sei Dank aufgeklärt hat, dass es tatsächlich 11 bedeutet. Ja, kann mal passieren, ich bin auch nicht mehr der Jüngste. Und die drei Sachen machen wir heute dann ab 17 Uhr im Stream aus. Würde mich freuen, wenn ihr vorbeischaut. Jetzt zu meiner Liste. Ja, ich habe meine Liste komplett überarbeitet mit Karten, die ich euch jetzt hier zeigen werde. Ihr wisst, hier poste ich euch immer alles, was mir gerade reinkommt. Ihr seht jetzt hier. Auf meinen, ich weiß nicht, ob das die Größe hier angenehm ist, aber ich poste es euch hier auf Twitter nochmal in der Community-Funktion dann später. Und dann habt ihr nochmal die ganze Liste oder ich packe euch den Link in die Beschreibung und dann habt ihr es schon früher, falls ich es wieder verschwitzen sollte. Das sind so Karten. Ich habe mir heute Morgen die Footbin-Preise angeschaut, die uns super durchs Wochenende schon mal bringen werden und auch noch heute Morgen Coins bringen werden. Ja, achtet bei den Karten wie immer. Ich zeige es euch gleich auf meiner Liste, wie ich sie gebaut habe, auf Chemistry, Style und Position und versucht es fertig bereits zum Markt einzukaufen. Das ist immer dasselbe Prinzip. Ich muss mich da auch nicht mehr wiederholen. Die OGs wissen es. Wenn ihr jetzt das erste Video von mir auf dem Kanal schaut, Freunde, einfach ein paar mehr anschauen und ihr werdet sehr, sehr schnell verstehen, um was es geht. Ihr könnt immer die Verkäufe, die ich eingangs gezeigt habe, könnt ihr immer ableiten, welche Karten gut gehen. Ich werde auch weiterhin meine Verkäufe zur Verfügung stellen. Griezmann, 89er Rating, Richterflügel mit dem Hunter, Yaya Touré, einfach ZM mit dem Shadow. Ich wollte den abverkaufen, ja, für 77 kriegst du den, ist aber sehr, sehr schwierig wegen der Preise, weil du ihn einfach nicht günstig anbieten kannst, da Vorsicht. Eher als Innenverteidiger mit einem Shadow, also wie ich habe ja Innenverteidiger aufgrund der Laporte SPC abverkauft, der kostet allerdings 22.000, 23.000, ja, wenn er dann morgen 16.000 kommt, dann biete ich halt den für 22 an, aber dieser Verkauf alleine hat mir schon 8.000, 9.000 Coins gebracht, also lohnt sich, dann habe ich sehr, sehr viele Food Fantasy Karten aufgenommen, Benrahma, Wimmer, aus der Bundesliga natürlich, Trimmel, Lauriente, auch die Chemistry Styles und Positions auf meine Preisgestaltung bitte achten. Ich bin jetzt ein bisschen weg von den großen Aufschlägen, die werde ich morgen Abend wieder machen. Morgen Abend wisst ihr, was zu tun ist, die OGs, wir haben wieder neue Karten, Chemistry Styles schon mal einkaufen, Position Modifikatoren und dann ab morgen Abend schön die Karten changen. Und Freitag bis Samstag werden wir das so gemeinsam rocken. Wir holen uns die Coins, die wir die Woche verloren haben durch diese Markteinbrüche, definitiv doppelt, dreifach, zehnfach wieder zurück. Und ich werde dafür sorgen, hier auf diesem Kanal, dass ihr immer die nötigen Inspirationen habt, die nötigen Informationen, um da mit mir gemeinsam durchzurocken. Ich habe bei den Keepern auch mal gerne so Zahlen gemacht. Nach oben passt es bitte da immer auf die Preisrange auf. Ihr seht einige Bundesligaspieler. Ihr seht sehr, sehr viele Tots-Spieler, die beliebt sind. Ja, eine Miro Klose, den habe ich jetzt schon zum dritten Mal, sage ich mir schon, Swepix, mach diesen Klose runter und biet ihn bitte als Stürmer an. Als MS kauft ihn keiner. Ja. Und so ist es halt die ganze Zeit und immer wieder vergesse ich. Ich habe sogar noch den Preis angepasst vorhin, aber wieder vergessen, die Position anzupassen. Money ist neu mit draufgekommen noch, also da mal testen, weil der für 50.000 oder 50.000 war eingekauft, das heißt, ja genau, 50.500, genau, bereits gechanged. Dann Trend gestern auch noch ein bisschen günstiger geworden. Donnarumma kann man sowohl, der ging heute für 52 raus, so anbieten, als auch zu seinem Second Inform anbieten. Oder ihr macht die Karten einfach pauschal, so wie ich die Liste zur Verfügung gestellt habe. Wir haben ein paar von der Liste, habt ihr schon gesehen. Packt es einfach so drauf, dass ihr 5000 Coins pro Karte Gewinn macht. Bitte immer auf Chemistry Style achten und wenn es geht auf die Position. Hier ist nochmal dieser Taliafico, Maris sollte raus. Dembele habe ich noch neu mit drauf genommen. Ja, das ist die ganze Liste, könnt ihr euch das beliebig oft anschauen. Für die OGs, die am Discord sind, habe ich noch Screenshots rein von der ganzen Liste. Und ja, ich hoffe, es bringt euch was, dass ihr damit sehr, sehr viele Coins macht. Bis morgen Abend könnt ihr die locker laufen lassen und danach übers Wochenende, aber da müsst ihr es noch ein bisschen verstärken am Freitag mit den neuen Karten.
Also wenn ihr schon bis morgen Abend, wenn ihr jetzt quasi heute feststellt, hey, ich will halt eigentlich nicht mehr so nachkaufen, weil ich dann vielleicht das Zeitfenster nutze, wenn morgen Abend wieder alle Packs geöffnet werden und du baust dir dann die neuen Karten aus dem Bundesliga-Tots mit drauf, wäre das sicherlich nicht die schlechteste Variante. Und dann übers Wochenende mit den neuen Karten richtig, richtig melken, richtig grinden und so halt dann auch die Coins-Uhr gemeinsam wieder nach oben drehen. Ich will ja noch die Million schaffen bis Sonntag, nachdem ich die Liste heute Morgen wieder angepasst habe und Team umgebaut habe. Ja, bin ich jetzt eigentlich wieder bei plus minus null diese Woche und da starten wir jetzt dann ab heute bis Sonntag. 1 Million ist möglich, sehr easy sogar, vor allem mit den neuen Karten morgen. Ihr werdet es sehen, da einfach ein bisschen Vertrauen. Heute 17 Uhr im Stream noch mal ein bisschen quatschen. Die Packs, die ich euch gezeigt habe, machen wir auf und ja, wünsche euch einen schönen Donnerstag und falls wir es nie mehr hören und sehen, geiles Bundesliga-Tots und ganz viel Packluck.